Ja, willkommen auf der Zukunft Personal am Stand von Rack Systems. Wir haben jetzt 3 Tage Messe vor uns und im Nachfolgenden werde ich die Messe-Highlights von Rex erläutern. Es lohnt sich auf alle Fälle vorbeizuschauen. Schauen Sie vorbei in der Halle 3.2 im ersten Stock bei Rex Systems. Dann war heute schon die Hölle los. Heute Morgen zwischen 10 und 13 Uhr war der Stand voll belegt. Kurze Mittagspause, wahrscheinlich knapp 14 Uhr geht es wieder weiter. Wir freuen uns auf die nächsten 2 Tage und über einen erfolgreichen Dienstagnachmittag. Kommen Sie vorbei, noch ist Zeit. Ja, das ist schon mal. Die digitale Personalabteilung ist auch noch mal ein paar Themen. Wir haben den Bereich. Passt schon. Mach dann eine Sondereinheit für dich. Ja, man hat sich wirklich drauf hier. 1, 2, 3. Okay, alle anderen noch nicht. Also ein Trendthema habe ich heute nicht mitgebracht, weil die Zeit mir das leider nicht so ganz zulässt. Ich habe nach dem Motto, gib fein acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Ich habe ein paar Folien mitgebracht. Als sogenannter Digital Evangelisten, glaube ich, in den Flyern steht Economist, finde ich viel besser. Das heißt, die verdienen Geld. Der Evangelist, der predigt ja nur. Das ist so ein bisschen mein Job bei Rex. Rex Systems erzähle ich zum Schluss nochmal so 2, 3 Sätze zu. Aber Sie sind ja nicht da, um jetzt gleich schon die Werbefahrt zu bekommen, sondern um sich ein bisschen aufzuschlauen zu lassen zum Thema der heiße Scheiß von morgen, auf Deutsch gesagt, Tipps und Trends sozusagen. Was ich Ihnen also auf jeden Fall nicht mitgebracht habe, ist 0815 für all die, das jetzt erwartet haben und sich jetzt hier noch ein bisschen langweilen wollen, können gerne wieder gehen. Alle anderen, die ein bisschen mal über den Tellerrand hinaus mit mir gemeinsam schauen wollen, was passiert denn morgen, dürfen gerne bleiben. Starte ich mal ganz kurz mit diesem Slide. Das symbolisiert quasi die Städte und das sozusagen Auslöschen der Städte in Form von Einwohneranzahl im Verhältnis gesetzt zu dem tatsächlich nicht mehr zu rekrutierenden Personal in den nächsten 20 Jahren. Also uns fehlen so rund 10 Millionen in Deutschland, die wir einfach nicht mehr haben. Und ich weiß, das mag man ja schon gar nicht mehr hören, demografischer Wandel, schon seit 5 Jahren muss ich mir das anhören. Aber wenn man sich das vielleicht mal so ein bisschen visuell nochmal so vorstellt, was heißt denn das denn tatsächlich in echten Zahlen und was machen wir denn und was können wir denn vor allem machen, um hier entgegenzuwirken? Ich meine, klar, mal eben schnell Kinder in die Luft setzen, geht halt nicht. Da muss ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Ich habe Ihnen da mal so ein paar Ideen mitgebracht, die, also abgesehen davon, dass man natürlich außerhalb Deutschlands anfangen sollte zu rekrutieren, für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. In der Hoffnung, dass da die Situation ein bisschen besser ist als in Deutschland.
Weil sonst schaut das bei Ihnen so aus, unweigerlich, in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Und das ist halt Ihr Job. Wer von Ihnen ist im Recruiting? Ganz kurz, Hand hoch. Okay, das waren jetzt so gute 60%. Andere anderen HR allgemein, vermute ich mal. Wer macht gar kein HR, ist nur so hier, um ein bisschen Material einzusammeln. 1, 2. Ja, kann man ruhig mal sagen. Passt schon. Okay, also so sieht das vielleicht aus. Aber das ist okay, weil Sie sind in bester Gesellschaft. Und ist gerade ein Vortrag von Terry Niehaber, der für Rex arbeitet. Und das ist ein gut besuchter Forumsbeitrag. Und hören wir mal rein, was Terry alles erzählt über neue Recruiting. Ich habe das Cloud24, auch jemand fürs Recruiting mitverantwortlich, ging es immer um Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Und eine Geschwindigkeit kann natürlich ein Chatrobot mit aufbauen, das wissen Sie heute nicht mehr. Oracle in den USA, wenn Sie sich dort bewerben, die ersten Publikationen laufen über einen Chatrobot. Übrigens auch in Deutschland, wenn Sie ein oder andere Reise buchen oder bei der Commerzbank den Chat aufrufen, dann ist der erste Dialog mit einem Chatrobot. Das merken Sie nicht mal, das kennt man ja vielleicht noch von den Datingportalen, gibt es auch ein paar Geschichten dazu. Das ins Recruiting zu überführen, denke ich, ist relativ einfach, nämlich die Standardfragen, übrigens dann in allen möglichen Sprachen, auch in Echtzeit, sofort zu beantworten, und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit im Grunde genommen, wo die Maschine am Ende des Tages für erste Fragen oder vielleicht dann, wenn wir über das Thema künstliche Intelligenz reden, wir gehen mal so ein bisschen mit dem Wissen von heute daran, wir müssen eigentlich mit dem Wissen von in 5 Jahren daran gehen und in 10 Jahren, dann wird der Chatrobot mit Ihnen auch echte Unterhaltung, und zwar auch auf der Sprachebene. Die ersten schwächlichen Anfänge sind ja mit Siri zu sehen. Wenn Siri eine Frage stellen, dann kriegen Sie mal die Antwort, mal nicht. Aber es ist ja nur der Anfang. Ne? Echo macht jeder weiter, und Siri ist ja auch nur der Beginn. Alle anderen Companies arbeiten daran, und das wird perfektioniert werden. Einfach mal so für Sie als Idee, wohin kann das gehen? Ein anderer Trend ist ja schon voll da, für die meisten schon Langeweile. Active Sourcing, wer von Ihnen betreibt Active Sourcing? Ja, ich habe jetzt 48,3%, also gut, die Hälfte, die anderen trauen sich vielleicht nicht. Eben direkt die Kandidaten anzusprechen. Ich zeige Ihnen zum Schluss noch mal ganz kurz ein von uns erarbeitetes Prisma, wo Sie eben halt nicht nur auf Sync, denn wenn ich jetzt die nächste Frage stellen würde, wo recherchieren Sie oder wo sprechen Sie aktiv an, werden wahrscheinlich fast alle sagen auf Sync. Ja, aber es ist ja nur eine Plattform von 100, wo Sie Active Sourcing betreiben können. Ich habe dahinter nochmal das Thema, also es ist ja Headhunting. Was die Personalberater früher konnten, das können Sie jetzt selbst, das ist klar. Ne? Also das Headhunter müssen sich da ein paar Gedanken machen, auf welcher Ebene Sie quasi im Higher Level noch arbeiten wollen. Aber ganz spannend ist natürlich auch das Thema Crowdsourcing, dass Sie quasi Ihre Mitarbeiter dazu befähigen, für Sie selbst mit Ihnen gemeinsam Mitarbeiter zu rekrutieren. Und der beste Kanal, um Mitarbeiter zu gewinnen, ist der Empfehlungskanal. Das sind die Mitarbeiter, die am günstigsten sind, am längsten bleiben. Man muss es ja auch mal so betrachten, oder umgekehrt, welche Mitarbeiter bleiben am kürzesten, die über die Social Networks akquiriert worden sind. Das, warum auch immer, kann sein, dass Sie das in den nächsten Jahren immer mal irgendwie neutralisieren wird, aber Empfehlungen bleiben am längsten, hat natürlich auch den Vorteil, die werden gecoacht von denjenigen, die den Mitarbeiter mit reingebracht haben. Und wenn Sie dahinter noch ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm technischer Art setzen mit einem Incentive-Programm, dass derjenige auch Geld-Incentive erhält, weil Geld ist schon das Fördermittel Nummer 1, um Mitarbeiter zu Mitarbeitern zu machen oder Empfehlungen zu Mitarbeitern zu machen. Dann ein weiterer Trend oder These, dass das Thema Reverse Recruiting zunehmen wird. Das umgedrehte Recruiting, für die meisten sicherlich schon auch ein Thema, aber ich sehe, dass Firmen auf diesen Portalen immer noch recht zögerlich und zaghaft unterwegs sind, dass die Kandidaten, dass sie sich bei den Kandidaten bewerben, also genau umgekehrt. So, ne, so den klassischen Bewerbungsablauf kennen Sie ja, so dass Sie quasi Ihre Stellenanzeige, Ihr Profil reinpacken und schauen sich dann in die Datenbank nach Kandidaten um und bewerben sich dann mit ihrem Stellenangebot oder mit ihrem Profil bei den Kandidaten. Begegnen wird, das ist jetzt schon der Fall im Bereich E-Learning, dass Maschinen heute, ich sage mal ganz bewusst Maschinen, Mensch-Maschine, weil wir reden mal über 4.0, das ist Mensch-Maschine, das ist nicht irgendwas, das ist Digitalisierung, Mensch-Maschine. Guten Morgen, ich bin Ihre neue Recruiterin. Wird sich demnächst vielleicht bei Ihnen vorstellen, mindestens aber auch, ich bin Ihre neue Führungskraft. Und das ist heute ja schon in den USA der Fall, dass auf Vorstandsebene im CFO-Bereich
Maschinen gleichwertiges Stimmrecht haben wie die anderen Vorstände. Die werden hinzugezogen, um relativ schnell zu ganz exakten Prognosen, Helsing können die natürlich auch nicht, zu kommen, die halt aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und natürlich eine Ableitung von der Zukunft. Ich komme hier auf dem Rex-Stand und wir feiern gerade den ersten Tag. Die nächsten beiden Tage werden auch nochmal voll werden und vielleicht haben sie Lust vorbeizukommen. Bis dann.